Im Finale, da hatten die Zürcher beide Spieler in Davos verloren. Eine Rechnung ist also noch offen. Niklas Schlegel wieder die Nummer 1 im Zürcher Tor, da Lukas Flüeler erneut länger ausfällt. Und der 21-Jährige braucht nicht lange, um ins Spiel zu kommen. Der HCD macht Druck mit Beat Forster. Dann Axelsson. Die Szene noch nicht zu Ende. Und Niklas Schlegel stoppt auch Dario Simeon. Klasse Start des jungen Goalies, aber Mark Ruffords Team hat Mühe, ins Spiel zu kommen. Bei 4 gegen 4 Feldspieler allerdings, da kommt Verteidiger Severin Blindenbacher in eine gute Schussposition, scheitert an Cennoni. In dieser Szene geht eine Strafe gegen die Zürcher zu Ende. Der HCD noch immer mit viel Platz. Bertu Lindgren sieht den freien Axelsson, 1:0. Nach knapp 10 Minuten führt der HCD verdient. Die Bündner haben bis dahin mehr fürs Spiel gemacht. 1:0 steht es auch zur ersten Pause. Vor Beginn des zweiten Drittels ist Dick Axelsson nach wie vor einziger Torschütze. Diesmal starten die Zürcher besser, suchen den direkten Weg aufs Tor. Shannon für Sutter. Aber hallo! Pius Sutter alleine gegen alle. Der 21-Jährige lässt sich von 4 Gegnern nicht stoppen und bezwingt Leonardo Cennoni souverän zum 1:1 in der 23. Minute. Dann füllen sich die Strafbänke und die Gemüter erhitzen sich. Resultatmäßig allerdings ohne Folgen. Beide Teams nach 36 Minuten wieder komplett. Aber Severin Blindenbacher findet eine Lücke und bringt den ZSC erstmals in Führung. Pech für Davos, Simon Kinci lenkt den Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab. Das Spiel nach wie vor unterhaltsam, mit Szenen auf beiden Seiten. Axelsson, Marc Wieser, Pertu Lindgren und erneut Dick Axelsson zum 2:2 in der 38. Minute. Die ZSC-Abwehr lässt sich ausspielen und Axelsson grüßt als Doppeltorschütze. Vor 4.400 Zuschauer geht es mit dem Unentschieden ins Schlussdrittel. Und da kommt schon das nächste Highlight. Dino auf Marc Wieser. Klasse abgeschlossen. Keine Chance für Schlegel. 10. Treffer für Marc Wieser. Er schießt den HCD 48 Sekunden nach der Pause wieder in Führung. Die Zürcher suchen natürlich den Ausgleich, aber die Davoser machen jetzt hinten dicht, lassen die Löwen mal für mal ins Leere laufen. Und der nächste HCD-Konter, der war nur eine Frage der Zeit. Diesmal Dario Simeon auf Dino Wieser. Der jüngere der beiden Wieser-Brüder zieht nach und erzielt 2 Minuten vor Schluss das 4:2 Endergebnis. Davos findet nach 2 Niederlagen zurück zum Siegen und die ZSC Lions müssen das Landwassertal zum 3. Mal in diesem Jahr als Verlierer verlassen.